Willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars Die Skywalker Saga. Wir beginnen nun das freie Spiel und wir müssen uns jetzt aussuchen, wo wir hingehen. Irgendwie habe ich Lust auf Tatooine. Wir können ja erstmal den Weltraum über Tatooine abschließen, sage ich jetzt mal, und dort alles einsammeln halt. Mit dem Schiff. Okay, dann gibt es hier oben irgendwo einmal einen Kometen. Okay, geht mit dem Schiff aber auch recht schnell. So, da haben wir schon die 5 Kleibersteine. Weltraum über Genosis, da wollen wir jetzt nicht hin. Was bist du denn? Kann ich irgendwie das Schiff wechseln? Ich werde jetzt keins kaufen, aber ich würde sehr gerne einmal wechseln. Ja, passend zu dem Planeten. Und hier werden wir schon angegriffen. Raumschlacht. Angriff! Ich hab ein Torpedo. Dann besiegen wir mal den Feind. Das kann nur auf eine Art enden. Ja. Und den wir verliert. Da oben sieht man sogar Rebellenallianz und Galaktisches Imperium. Ich puste dich weg. Ich puste dich jetzt weg. Und so. Hat er meinen Torpedo über Erne jetzt? Los, auf sie. Das sind nicht mehr viele. Und geschafft. 5000 Stats werden ja auch mal 4 genommen. Das weiß ich nicht. Naja, dann gibt es hier oben jetzt was. Da gibt es nichts. Gehören diese Raumschlachten dazu? Nö, ich glaube, das ist einfach nur für Geld. Naja, sie gingen ja recht schnell. Da können wir mal ganz. Können wir die zwei letzten auch mal ganz schnell machen. Ja, ich weiß. Los, auf sie. Ich schieße die Torpedos immer ab, aber viel zu spät. Da sind die Gegner schon tot. Ja, schon wieder. Ja, eine ist ja noch. Doch nicht. Hier ist noch eine zweite. Ist gerade aufgetaucht, glaube ich. Ja gut, das zählt aber nicht dazu. Ich kann ja mal ganz kurz gucken. Hier gibt es ja auch einen Weltraum. Ja, zählt nicht dazu. Okay, ist nur für Geld. So, Jund, Land, Wüste oder Mos Eisley? Wir können ja mal nach Mos Eisley gehen. Fliegen und dort landen. 33 Körperscheine gibt es, einen haben wir. Ein Datenbankteil, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. 7 Charaktere und 2 Schiffe. Mal gucken, wie weit wir in diesem Part kommen. Datenkarte heißt es. Die hätte ich gerne. Dann kaufen wir uns einen weiteren Stat-Multiplikator. Wir landen sogar hier. Landet man normal immer hier? Oder liegt das jetzt an dem Millennium Falcon? Gut. Nehmen wir Darth Vader. Genau über. Da wird doch was Rotes angezeigt hinterm Schiff.
Auf dem Schiff. Komm ich da hoch? Ah, nee, schaffe ich nicht. Okay, dort oben ist aber einer. Ein Kalberstein. Ja, die können wir stapeln. Wo stapeln? Ah, okay, wir müssen einfach vier aufeinander setzen. Wir können die hier sogar durch das ganze Gebäude, Achso, der Wader hat sich mitbewegt. Ja, das brauchen wir nicht. Das Geld schon. Ich glaube, ich hätte auch die zweite dort vorne lagen. Nein, die zweite dort vorne lagen hätte ich wahrscheinlich auch, einfach aufeinander packen können und dann alle auf einmal bewegen. Also okay, das geht nicht, merke ich gerade. Und ich glaube, ich bin viel zu weit von der Wand. Jetzt komme ich da nicht mal hoch. Pack das weg. Ja, noch ein Stück weiter nach hinten. So, runter. 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 Ja, von mir aus. Das ist okay. Ja, ja, ja. Und. Ja, wir sind oben. Dann holen wir uns einmal den ersten Kalberstein im freien Spiel. Willkommen in Mos Eisley. Da komme ich aber leider nicht hoch. Ich kann das hier, glaube ich, nicht. Ja, doch nicht. Na gut, dann haben wir jetzt 221. Und hier vorne gibt es einen. Achso, der ist hier versteckt. Da liegt er einfach hinter. Entdeckung in Eisley. Ein Rennen, glaube ich. Nee, doch nicht. Ich sag immer Rennen, obwohl das ja kein Rennen ist. Da fliegt er zu Mos Espa. Scheint, als wärt ihr bereit für die Fahrt. Und in die Jundlandwüste. Okay, Mos Espa. Bei Mos Espa kann man also nicht landen. Okay, dort vorne ist einer ganz allein. Wir können mal gucken, ob wir an den rankommen. Wie läuft es bei euch? Ihr seid bestimmt überrascht, einen so eloquenten Gong zu treffen, hm? Nun, Mama Gong konnte es sich nur leisten, einen von uns zur Gong-Schule zu schicken. Und ich hatte das Glück. Egalo, ich habe eine Tür, die ich laden muss. Und das ist eine gefährliche Gegend. Könntet ihr mir diese Halunken vom Leib halten, während ich gehe? Gongstores Paradise. Ja, wir nehmen diesen Auftrag mal an. Okay, ihr wisst, was zu tun ist. Haltet mir den Rücken frei, während ich mich zu diesem süßen kleinen Batterieschacht begebe. Gonken wir los. Auftrag angenommen. Mach ich doch gern. Ein Gong-Droiden beschütze ich doch. Allerdings, ach, der wartet ja nicht, wenn ich das mache. Das ist ja keine Pause, das Spiel friert den ja nicht ein. Aber er hat den besten Schutz, den er überhaupt haben kann. Hier, nimm das. Hast du noch? Ja, komm da runter. Ich weiß gar nicht, wer hier böse ist. Achso, ich sollte mal auf die Karte gucken. Dort oben irgendwo? Da. So. Okay, keine Ahnung, wer das war. Aber es ist der Letzte. So. Wir können weiter. Kann ich vielleicht... Steht der Stein im Weg, bitte sehr. Ja, der ist ja immer noch da. Ach, dort vorne. Wegen dem einen hier. So, zufrieden. Hier kommt er auch mal weiter hinterher. Los jetzt. Machen wir so, müssen wir nicht laufen. Und dort oben würde ich auch gerne noch drauf. Oh, ich war ein bisschen zu nah dran. Okay. Egal.
Oh, das war eine Mission. Was mache ich denn, was soll ich damit machen? Wie das wäre? So, da hinter mir sind noch zwei auf dem Dach. Oben irgendwo. Hier. Ja, falsche Richtung. Hier. Ja, hier oben. Karte drehen. Ja, nach da oben. Achso, hier unten stehen die. Und ich habe die ganze Zeit oben auf dem Dach geguckt. Ja, können weiter. Ist doch keine Acht. Da oben irgendwo steht noch einer da. Ach, dem statte ich mal einen Besuch ab. So, jetzt können wir weiter. Hey, wo ist der? Achso, der ist schon weitergelaufen. Das hier sollst du nehmen. Das sollst du nehmen. So. Ich glaube schon, dass damit ein Charakter. Dass hier ein Charakter mit Blaster vorteilhafter wäre. Ist, glaube ich, zumindest ein bisschen präziser. Warum wird... Okay, der Maus-Droide wird als Gegner angezeigt. Du kommst her. So. Keine Gefahr mehr. Wo ist der? Habe ich das gerade gesehen? Habe ich das gerade richtig gesehen? 20 Maustruinen? Oder waren es 10? Wo ist der jetzt? Ich habe die Person, die ich suche. Achso, hier wird es angezeigt. Ich habe gerade schon gedacht, dass ich das jetzt neu machen muss. Ah, hier vor euch. Ich bin ja genau daneben. Komplett falsche Richtung gelaufen. So. Ach, wir sind schon da. Ja, toll. Okay, hier sind wir. Ich will ja nicht angeben, aber ich kann schon etwas eleganter in die Büchse hüpfen, als ihr es gewohnt seid. Let's hop. Danke für eure Hilfe. Bedient euch hier in dem Raum. Ich werde einfach hier sitzen und meinen gonkigen Gedanken nachhängen. Hol dir deine Belohnung ab. Ihm. Willkommen bei Gonkomat, dem One-Gonk-Shop für alle Sammlerbedürfnisse. Heute haben wir glänzende Steine im Angebot. Preise unglaublich niedrig, man meint, Gonk hat Bolzen locker. Ah, voll, ja gut, das war günstig. Vielen Dank, vielen Gonk. Das war zu einfach. Das war jetzt aber hoffentlich nicht die Belohnung, die ich für meine Belohnung ja noch zahlen muss. Ich bin froh, dass das hier kein Wortomat mehr ist. Mein Transodahana-Kumpel musste sich ein Bein ausreißen, um für eine einzige Stabilisatorspule zahlen zu können. Es wuchs zwar nach, aber trotzdem. Ja, wo ist jetzt meine Belohnung? Nein, hör auf. Ich sehe... Der ist weg. Also, okay. Man muss bitte seine Belohnung auch noch zahlen. Toll.
Und oben ist einer. Ich wollte mal ganz kurz vorhin hier bei den Datenkarten irgendwas Hilfreiches vielleicht noch. Also, ja, gibt nicht so unbedingt viele nützliche Sachen. Hier war die Verbesserung. Das hier haben wir ja. Oh, stimmt, wir können hier ja mal wieder neue Sachen kaufen. Dann wird das hier einmal gekauft. Schneller Sprint. Und weil wir gerade mit ihm herumlaufen, fürchte die dunkle Seite. Kraftstoß. Machtquetsche, füge Feinden die dumme. Aufstieg der dunklen Seite. Verstärkte Fähigkeit der Sith-Charaktere mit Hilfe der Macht anzuheben. Okay. Gut. Hier oben wollte ich hoch. Jetzt bin ich zu weit oben. Okay, da will ich auch gleich hoch. Da gehen wir gleich gemeinsam hoch. Wie mache ich denn das jetzt? 1 von 4. Okay, ich brauche einen Blaster am besten. Los! Na verdammt. Ja, los! Okay, ich will nochmal. Vielleicht sollte ich mich am besten hier ganz nach oben draufstellen. Da habe ich einen guten Blick auf alle. So, 4 von 4. Und da haben wir den Kyberstein. Ich bin super unten. Nein! Wer hat am schnellsten geschossen? Wie ich den jetzt eingesammelt habe, weiß ich nicht, aber es war immerhin der, dann finde ich das schon gut. Dann möchte ich nun dort oben rauf. So, wie fangen wir an? Das habe nicht mal ich geschafft und ich bin die beste Schrottsammlerin, die ihr je gesehen habt. Außer ihr habt Samuel gesehen. Den wollte ich eigentlich nicht, aber da habe ich auch schon eine Idee. Hier drin wird nur einer angezeigt. Wahrscheinlich irgendwo vom Dach aus. Ah, wohl doch nicht. Ist das hier der Ort, wo man anfängt? Ah, nee, okay, man fängt dort unten auf dem Dach an. Na egal, jetzt sind wir schon mal hier. Und was macht das? Das zeigt mir wohl, das zeigt uns dann wohl einmal den Weg, wie man nach oben. Achso, und es öffnet das. Oh, ist da unten. Hat ein Zeitlimit. Wo lang?
ist nicht wirklich knapp, würde ich mal sagen, zum Zeitlimit. Bin ich auch nicht schlecht. Ich hoffe mal, ich bin hier gleich nicht eingesperrt. Ah, nee, das Zeitlimit hört auf. Handelsturm-Tribunal. Und dann hier runter. Und was ist das dort unten? Die Bellen haben die Patrouille angegriffen. Höchste Alarmstufe. Sie können auf dem Weg hierher sein. Okay, da komme ich sogar rein von oben. Ich habe hier was gefunden. Okay. Raus hier! Bitte zu mir! Können wir mal hier den Charakter wechseln? Einmal zu C3PO. Achso, falsche Taste. Lagerwiderstandsbasis Dekra. Kennwort erkannt. Warum ist sowas hier? Was mache ich gerade? Ich glaube, er kann das ja auch. Ah, nee, doch nicht. Ich kann das mal irgendwer abstellen. Oh, hier ist leise. Imperialer Kontrollpunkt. Und alle freuen sich hier. Aus. Viel zu laut. Ups. Ah, das haben wir. Warum wird das denn immer noch so auf der Karte angezeigt? Gibt es da noch irgendwas anderes, was ich machen kann? Ne, das kein Wort haben wir schon. Okay, dann holen wir uns mal den Körperstein dort vorne. Ich weiß nicht, ob uns die Datenkarte angezeigt wird. Und das war nicht wirklich schwer. Was ist das denn dort oben für ein Hologramm? Kristallmondstein. Dann versuchen wir mal dort hoch. Was war das? Ach so. Wir können ja einmal versuchen, dort hochzukommen. Heute fast frisch. Wird ja eigentlich alles Mögliche auf der Karte angezeigt. Nein. Minimap, gibt es hier sowas? Ja, wenn ich das Eis nehme. Karte anzeigen. Ja, hier. Und da wird doch alles angezeigt. Finde ich hier vielleicht irgendwo die Datenkarte. Ah. Vielleicht wird ja auch nur das angezeigt, was ich schon mal selber gesehen habe. Aber noch nicht eingesammelt habe oder was mir auch angezeigt wird. Meine Gartenkarte. Datenkarte sehe ich hier nicht. Na gut, wir gehen jetzt noch nach dort oben. Sieht aus wie ein Rennen. Wenden. Rennen. Lettertour. Kriegen wir dafür einen Sturmkuppler? Ah, okay, wir sollen hier rumspringen. Wir sollen runter.
Ich weiß gar nicht, ob wir das schaffen werden. Nein, hör doch auf. Was machst du? Oh, gerade eine Sekunde oder so hat noch gefehlt. Ja, nicht mal, fast eine halbe nur noch. Aber wir haben es geschafft. Und wir kriegen einen ganz einfachen Sturmtruppler. So, allerdings glaube ich mal, wir holen uns noch den Stein und dann bin ich jetzt ja erstmal im Part. Wenn ihr mich fragt, wie man an dieses glänzende Ding rankommen kann, ich habe keine Ahnung. Die Galaxis ist ein geheimnisvoller Ort. Da stimme ich zu. Aber das ist nicht wirklich schwer. Ergreif dein Glück. Ja, du kannst es doch. So, und da haben wir ihn. Ergreift dein Glück. Gut, aber hier beende ich dann jetzt erstmal den Part und dann bis zum nächsten Mal.